Und deswegen ist es für mich, was Sie hier tun, ein Zeichen großer Schwäche. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ein Zeichen von Kleinkariertheit, weil Sie sich nicht um die wesentlichen Themen kümmern, sondern weil Sie sich auf Nebenkriegsschauplätzen tummeln. Und ich will Ihnen eines sagen. Respice finem. Bedenken Sie das Ende. Eigentlich hat doch jeder hier in diesem Rund die Erfahrung, dass im Parlamentarismus, in der Demokratie, jede Mehrheit zur Minderheit und jede Minderheit zur Mehrheit werden kann. Wenn Sie das zur Disposition stellen, wenn Sie einen solchen Comment zur Disposition stellen, dann müssen Sie damit leben, dass in Zukunft auch Sie dorthin platziert werden, wo Sie nicht hin möchten. Was werden Sie denn sagen, wenn irgendwann mal die AfD zwischen Grünen und FDP platziert wird? Dann möchte ich gerne mal Ihre Kommentare hören. Ich bin sicher, Sie werden als Zauberlehrling enden, weil Sie die Geister, die Sie heute rufen, nicht mehr loswerden. Erlauben Sie eine Zwischenfrage des Abgeordneten Brandner? Dann an sich gerne, aber ich glaube, das tut jetzt wirklich nichts zur Sache. Ich möchte zu meiner Schlussbemerkung kommen. Das, was ich eben angesprochen habe, bedenke das Ende. Das hat eine populäre Vertreterin dieses Hauses frühzeitig erkannt. Deswegen möchte ich gerne mit Erlaubnis der Frau Präsidentin gerne zitieren, und zwar die Bundestagspräsidentin Bärbel Baas, die am 23. November in der Berliner Zeitung Folgendes gesagt hat. Das ist nur wenige Tage her. Ich rate den Fraktionen, Fragen wie die Sitzordnung einvernehmlich zu lösen. Denn natürlich birgt es Konflikte, wenn man jetzt nicht einfach mit Mehrheit bestimmt, dass eine Fraktion gegen ihren Willen umziehen muss. Am Ende fangen wir nach jeder Wahl an, über die Sitzordnung zu streiten. Zitat Ende. Besser kann man es nicht sagen. Unser Ratschlag: Nehmen Sie Ihren Antrag, gehen Sie zurück in den Ältestenrat, ziehen Sie ihn zurück, lernen Sie Respekt. Vielen Dank, Herr Kollege Frey. Als nächstes Also Ihre Begeisterung kann ich verstehen, aber das ist jetzt keine Kanzlerrede oder so, deswegen können wir, glaube ich, weitermachen. Als nächstes erhält das Wort der Kollege für die FDP-Fraktion, Johannes Vogel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Regierungen, die gibt es in jedem Staat, aber Parlamente, die gibt es nur in Demokratien. Und deshalb sind Organisationsfragen des Parlamentarismus auch nicht egal, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und es ist wichtig, dass wir hier im Plenum darüber sprechen. Und dass wir es diese Woche darüber sprechen, das liegt ja in der Natur der Sache. Denn um zu funktionieren, muss sich ein Parlament konstituieren. Und das tun wir diese Woche mit der Konstituierung der Ausschüsse. Und deshalb ist es doch auch klar, dass wir, wenn wir von der vorläufigen zur dauerhaften Ordnung dieses Bundestages für diese Legislatur übergehen, dass wir die Frage der Sitzordnung ein für alle Mal entscheiden. Diese Woche, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und das ist richtig. Und wir klären diese Frage allein deshalb ausnahmsweise nicht im Ältestenrat, sondern hier im Plenum, weil Sie nicht mit sich haben reden lassen. Diese Frage kommt doch wahrlich nicht überraschend. Wir haben sie aufgebracht 2017, als wir erstmalig in den Bundestag als erneuerte FDP zurückgekehrt sind. Sie wollten nicht mit sich reden lassen. Sie war Gegenstand im Vorältestenrat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie war Gegenstand von medialen Debatten. Sie war Gegenstand des allerersten Interviews, das Thorsten Frey als Kollege erster PGF und ich gemeinsam hier gegeben haben. Jetzt tun Sie doch nicht so, als würde hier ein Hauruckverfahren erfolgen. Die Kollegin Mialisch hat es gesagt. Die Argumente sind ausgetauscht. Wir müssen entscheiden, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Und das machen wir heute.
Worum es geht, ist eine ganz einfache Frage, nämlich das Links-Rechts-Schema der Politik, das ist wahrlich nicht perfekt. Aber das Links-Rechts-Schema der Politik ist ganz offenkundig das, nachdem dieser Deutsche Bundestag bei seinen Fraktionen mit einer Ausnahme sortiert ist. Jeder kann das sehen. Jede Besucherin, jeder Besucher, der hier den Plenarsaal erklärt bekommt, versteht das und sieht das. Jede Schülerin, die über den Bundestag in der Schule lernt, versteht das. Es gibt nur eine einzige Anomalie, nämlich, dass die Freien Demokraten nicht in der Mitte sitzen. Denn wir sind eine Kraft der politischen Mitte, und deshalb gehören wir auch in die Mitte des Plenums, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. So war und ist es in der klaren Mehrheit der Parlamente weltweit. So ist es übrigens auch in ganz vielen Landtagen, in Schleswig-Holstein, in Hamburg, in Niedersachsen, in Rheinland-Pfalz, im traditionsreichen Baden-Württemberg. So war es übrigens 2018 bis 2018 auch in Hessen. Da saßen die Freien Demokraten traditionell in der Mitte des Plenums, bis Volker Bouffier mit seiner Mehrheit entschieden hat, dass die Freien Demokraten gegen ihren Willen rechts von der Union gesetzt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, so war es übrigens auch in Bayern. Da saßen die Freien Demokraten immer in der Mitte des Maximilianeums, wenn sie dem Parlament angehört haben, bis 2018, wo die CSU mit ihrer Mehrheit entschieden hat, dass die Freien Demokraten gegen ihren Willen nach rechts gerückt werden. Faseln Sie doch nicht von Arroganz der Macht und Respektlosigkeit, wenn Sie das selber in Hessen und Bayern machen, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Von Ihnen lassen wir uns da nicht zur Arroganz der Macht erzählen, wahrlich nicht. Und kommen Sie mir auch nicht bitte mit, das war schon immer so. Das ist ja das Argument, was angeführt wurde. In der Paulskirche, im ersten gewählten Parlament auf Bundesebene demokratisch, da waren die Fraktionen von links nach rechts nach politischem Spektrum sortiert. Und wo saßen die liberalen Gruppen? In der Mitte. In Weimar, da saß die DDP, die Partei von Walter Rathenau, nach dem heute unser Fraktionssaal benannt ist, die Partei von Friedrich Naumann, nach dem unsere Parteistiftung benannt ist, die Partei vom ersten Bundespräsidenten Theodor Heuss, saß in der Mitte und rechts von ihr das Zentrum, eindeutig ihre Vorgängerpartei. Es war nicht immer so, liebe Kolleginnen und Kollegen, sondern die Freien Demokraten, die Liberalen gehören diesem Land in die Mitte, auch im Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Natürlich ist die Mitte vielfältig. Wir repräsentieren sie nicht alleine. Das ist auch gut so. Deswegen sind wir als demokratische Partei in der Mitte koalitionsfähig. Aber es kann doch kein Zweifel bestehen, dass SPD und Grüne sich als Mitte-Links-Parteien begreifen. Und es kann doch auch kein Zweifel bestehen, dass Sie sich auch als konservativ begreifen, also als Mitte-Rechtsparteien, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Liberalismus, das ist die Verbindung von wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Freiheit. Ich bin stolz drauf, dass der Präsident von Gesamtmetall den Koalitionsvertrag, den aktuellen, lobt als besser den, an dem Sie beteiligt waren, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union. Ich bin stolz darauf, dass wir für Marktwirtschaft stehen und für gegen Steuererhöhung. Aber ich sage Ihnen auch, ich bin auch stolz darauf, dass wir für gesellschaftliche Freiheit stehen. Diese Koalition, die liberalisiert die Reproduktionsmedizin, die verbannt die Vorratsdatenspeicherung aus dem Gesetz, die modernisiert das Staatsbürgerschaftsrecht, die schafft Verantwortungsgemeinschaften. Und für all diese Vorhaben wird diese Koalition von rechts von Ihnen kritisiert. Das ist doch auch die Wahrheit und der Traditionsbestand, den wir abbilden müssen in diesem Plenum, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich respektiere das, weil diese Breite des demokratischen Spektrums und der Meinungsstreit hier zu unserer Demokratie dazugehört. Aber das macht doch deutlich, dass das nachvollziehbare Anliegen, das Plenum hier nach dem Links-Rechts-Spektrum, nach dem politischen Spektrum zu sortieren, dass sich das gegen niemanden richtet. Sie selber diffamieren diese Koalition ja nicht als links-rechts, sondern als links-gelb. Und die CSU beispielsweise hat gerade in ihrem Mitgliedermagazin ein fiktives Interview mit Franz Josef Strauß abgedruckt, auf 4 Seiten. Ich habe das mit Interesse gelesen, weil Franz Josef Strauß, der hat mal gesagt, rechts von der Union soll es keine demokratische Partei geben, die unzweifelhaft auf dem Boden der Verfassung steht. Franz Josef Strauß soll seinen Willen haben, liebe Kolleginnen und Kollegen, denn dafür sorgen wir hier im Deutschen Bundestag.
Es gibt kein historisch schlüssiges Argument gegen die Sitzordnung, die wir heute hier beschließen wollen. Es gibt auch kein sachlich schlüssiges Argument, liebe Kollegen von der Union. Es gibt einfach nur, dass das zuletzt so war. Es gibt einfach nur ein bisschen Gewohnheit. Ich verstehe, dass aus konservativer Perspektive man etwas nicht verändern will, an das man gewohnt ist. Wir sind ehrlich gesagt anderer Auffassung. Wir sind der Auffassung, man verändert etwas, wenn es dafür einen vernünftigen Grund gibt. Deshalb beschließen wir das heute und danach streiten wir wieder über die Sache. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Herr Kollege Vogel, und jetzt erhält das Wort für die AfD-Fraktion der Kollege Stefan Branden. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, welch unwürdiges Schauspiel. Ich hoffe wirklich, dass viele Millionen Menschen draußen mal schauen, was hier in diesem Bundestag los ist. Zu welchem Kasperle-Theater Sie diesen Bundestag haben verkommen lassen. Heute Morgen sollte über einen 60-Milliarden-Nachtragshaushalt 30 Minuten debattiert werden. Wir sind dann Gott sei Dank eingeschritten, dann wurden 60 Minuten draus. Normalerweise wird über Auslandseinsätze der Bundeswehr, wo es um Leben und Tod unserer Soldaten geht, 30 Minuten debattiert. Und das machen wir jetzt. Wir debattieren 30 Minuten lang, weil ihr nicht nebeneinander sitzen wollt, weil der Sitzplan durcheinander geredet ist. Ja, wie krank ist denn sowas? Wichtige Debatten gehören hier ins Haus und nicht so ein Kasperle-Theater, wer neben wem sitzt. Und ich nehme es vorweg, uns ist sowieso wurscht, wer neben uns sitzt. Wir sitzen sowieso demnächst überall. Von daher ist es das ganz egal. Kasperle-Theater. Aber wenn Ihnen das so wichtig ist, und ich kündige das für die AfD-Fraktion an, wenn Ihnen das so wichtig ist, dann können wir gern am Ende der Debatte eine namentliche Abstimmung darüber machen und mal sehen, wer sich namentlich wie positioniert. Ich bitte, das hier den PGF aufzunehmen. Meine Damen und Herren, 736 Abgeordnete mal eine halbe Stunde sind ungefähr 380 Mannstunden, die wir jetzt darauf verschwenden, dass die hellbraune Koalition, wenn man Rot und Grün vermengt und ein bisschen Gelb dazu mischt, kommt da hellbraun raus, dass die hellbraune Koalition jetzt plötzlich die Sitzordnung hier ändern möchte. Sollen sie tun? Wir haben nichts dagegen. Die CDU kann sich gerne neben uns setzen. Sie kann viel lernen. Wie geht gute Oppositionsarbeit? Das ist bei uns zu lernen. Wie geht vor allem korruptionsfreie politische Arbeit? Das kann man von uns lernen. Und so langsam, liebe CDUler, verbindet uns ja auch, dass es uns glücklich macht, dass Merkel weg ist, oder? Das sehe ich Ihnen an. Also wir werden, glaube ich, auf eine gute Nachbarschaft hier hinarbeiten und sind im Endeffekt sehr, sehr froh darüber. Insofern könnte man meinen, dass wir als AfD da richtig geschickt vorgegangen sind, denn wir wollen neben diesem blasierten Typen von der FDP auch nicht mehr sitzen. Es ist unerträglich, was in dieser Fraktion in letzter Zeit los ist. Je näher die sich so an die Macht heranrobbten, desto blasierter wurde diese machtversessene, machtvergessene, grün-links-devote Postengrabscher-Truppe von der FDP. Ekelhaft, was aus dieser Partei geworden ist. Von uns auf die linke Seite am besten so weit weg wie möglich von uns. Apropos Postengrabscher, auch was an sexistischen Sprüchen und Anmachen aus der FDP-Truppe kommt, das werden Sie ja hier von den Grünen demnächst erleben. Wir haben da graumelierte Freiheitskämpfer der FDP, die robben sich schamlos an die AfD-Abgeordnete Tinnen heran. Der Fraktionsvorsitzende berichtet mir von lüsternen Blicken einer verteidigungspolitischen Sprecherin der FDP. Er fühlt sich sexuell belästigt. Es ist eine Katastrophe, was da ist. Sie hören Sprüche, sperrt die AfD in Lager. Sie hören Sprüche, ihr kommt zu viel aus dem Ossiland. Das ist eine verkommene Gurkentruppe geworden. Wir wünschen uns wirklich, dass die so weit weg wie von uns sitzen wie möglich und freuen uns auf eine gute Nachbarschaft zur CDU, zur CSU im Sinne einer guten, konstruktiven Oppositionsarbeit. Vielen Dank.